Ich bin sicher, dass ihr von Microsofts Nachfolger des Internet Explorers gehört habt, Microsoft Edge. Aber wusstet ihr, dass Edge eigentlich Google unter der Haube hat? Das ist auch keine obskure Verbindung. Edge basiert vollständig auf Chromium, der Open-Source-Version von Chrome. Als Google Chromium veröffentlichte, wollten sie damit hauptsächlich kleinen Entwicklern helfen und die Open-Source-Community unterstützen, aber irgendwie hat ihr größter Konkurrent es übernommen und das ist auch keine vorübergehende Lösung. Tatsächlich hat Microsoft bereits versucht, mit Google zu konkurrieren. Sie hatten natürlich den Internet Explorer, aber die ursprüngliche Version von Edge wurde auch auf der proprietären Edge HTML Engine von Microsoft und der Chakra JavaScript Engine aufgebaut. Diese Version von Edge wurde auf dem Markt aber so zerrissen, dass Microsoft schließlich das Handtuch warf und ankündigte, dass auch sie auf Chromium umsteigen würden. Seitdem hat Microsoft sogar die alte Version von Edge eingestellt. Es scheint also nicht, dass Microsoft in naher Zukunft in den Browserbereich zurückkehren wird. Es ist aber nicht nur der Browserbereich, in dem sie nachgegeben haben. Sie haben auch auf der Backend-Seite nachgegeben. Bereits 2015 hat Microsoft Windows aufgegeben und Linux für seine Backend-Infrastruktur verwendet. Seitdem hat Microsoft sogar eine eigene Linux-Version auf den Markt gebracht. Diese beiden Zugeständnisse sind wahrscheinlich die bemerkenswertesten von Microsoft, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Sie haben auch im Bereich der Smartphones, des Musikstreamings, von Windows 8, der intelligenten Assistenten und jetzt sogar im Bereich der künstlichen Intelligenz Zugeständnisse gemacht. Anstatt zu versuchen, eine firmeneigene Version von ChatGPT zu entwickeln, hat Microsoft beschlossen, ChatGPT von Anfang an zu nutzen. Microsoft hat in den letzten 10 Jahren eindeutig viel nachgegeben und verloren. Ist dies also das Ende des Megamonopols von Microsoft? Werden Sie das nächste Cisco oder Intel? Die Antwort lautet, absolut nicht. Microsoft hat in der Öffentlichkeit viel nachgegeben, aber intern sind sie das stärkste Technologieunternehmen der Welt und hier ist der Grund dafür. Auch wenn Microsofts Ansatz auf den ersten Blick schwach und erbärmlich erscheinen mag, trifft das Unternehmen in Wirklichkeit die richtigen Entscheidungen. In den letzten 20 bis 30 Jahren haben Unternehmen die Einstellung entwickelt, dass sie in allen Bereichen des Lebens präsent sein müssen. Du musst früh aufstehen, dann solltest du einen Apple-Wecker auf deinem Apple iPhone verwenden. Du musst trainieren, du sollst deine Apple Watch verwenden, um dein Training zu verfolgen und AirPods, um dich beim Training zu motivieren. Musst du deinen Freunden eine SMS schreiben? Du solltest iMessage verwenden. Musst du deine Familie per Videoanruf erreichen? Du solltest FaceTime verwenden. Musst du einfach nur schlafen? Nun, du solltest eine Apple Watch verwenden, um deinen Schlaf zu verfolgen. Dieser Trend ist nicht nur im Frontend-Bereich zu beobachten. Diese Unternehmen wollen auch den gesamten Backend-Prozess kontrollieren. Wenn du einen Service erstellst, solltest du die Server, Compute Engines, virtuellen Maschinen, Cloud-Funktionen, Datenbanken, NATs und VPC-Netzwerke von Google verwenden und all das muss über Google Fiber laufen. Im Grunde wollen diese Unternehmen bei jedem Produkt oder Service, der auch nur im Entferntesten mit Technologie zu tun hat, ein Wörtchen mitreden. Und man kann es ihnen nicht verübeln. Sie wollen ständig größer und größer werden, also versuchen sie, jede Branche zu kontrollieren, die ihnen einfällt, vom Halbleiterdesign bis zum Thermostaten. Aber hier ist der ironische Teil davon. Um wirklich unbegrenzt weiterzuwachsen, ist der Schlüssel nicht die Isolation. Der Schlüssel ist die Zusammenarbeit und genau das hat Microsoft erkannt. Es ist noch nicht lange her, dass Microsoft auch diese Einstellung hatte, alles zu erobern. Bis zum Jahr 2000 hatten sie 2 Produkte auf den Markt gebracht, die alles andere in den Schatten stellten. Windows und Microsoft Office. Diese Produkte revolutionierten nicht nur den Computerbereich oder gar die Technologiebranche, sie revolutionierten die gesamte Welt nachhaltig und das gab Microsoft ein massives Ego. Sie fühlten sich, als könnten sie alles und jeden erobern und bis zu einem gewissen Grad stimmte das auch. Sie konnten schlechte Produkte wie den Internet Explorer herausbringen und am Ende 95% des Marktes kontrollieren, einfach aufgrund ihres Einflusses und ihrer Kontrolle. Dieses falsche Gefühl der Überlegenheit führte sie in den E-Mail-Bereich, den Suchbereich, den Messaging-Bereich, den Videokonferenzbereich, den Gaming-Bereich, den Musikbereich und wer weiß was noch, aber schließlich geriet Microsoft in eine Sackgasse. Sie warfen weiterhin Mist an die Wand, aber nichts blieb haften. Tatsächlich begann der Mist, der früher mal gehalten hatte, jetzt auch zu bröckeln. Chrome zerstörte den Internet Explorer, Gmail löschte Hotmail aus, der iPod demütigte den Zune. Die PlayStation tötete die Xbox und MSN Messenger war so gut wie tot. Zum ersten Mal in der Geschichte von Microsoft hatten die Leute keine Lust auf die neuen Produkte, aber vielleicht war das auch nur Pech. Also machten sie weiter. Sie kauften Skype, brachten Bing auf den Markt und stiegen in den Smartphone-Markt ein, aber wieder einmal wurden sie vernichtet.
Ihre Aktienkurse stagnierten seit 17 Jahren. Ihr CEO, der zwar ein netter Kerl war, aber auch ein Meme und bei den Aktionären unbeliebt. Und die öffentliche Meinung gegenüber Microsoft war schlechter als je zuvor. Microsoft brauchte Veränderungen, und zwar dringend. Und dann kam Satya Nadella. Wenn du gefragt würdest, ob du der CEO von Microsoft werden willst, was würdest du sagen? Diejenigen von euch, die den Job wollen, würden wahrscheinlich alles dafür tun. Selbst diejenigen von euch, die den Job nicht wollen, würden wahrscheinlich alles dafür tun. Schließlich braucht man diesen Job nur für etwa 60 Tage und dann ist man für den Rest des Lebens versorgt, aber Satya hat nicht einmal versucht, sich dem Vorstand zu verkaufen. Als sie ihn fragten, ob er CEO werden wolle, antwortete er mit den Worten: "Nur wenn ihr wollt, dass ich CEO werde." Die meisten Vorstände hatten dies als mangelnde Begeisterung ausgelegt und sich dem nächsten Kandidaten zugewandt. Aber irgendwie bekam Satya den Job und verbreitete diese bescheidene Mentalität in ganz Microsoft. Seine erste Amtshandlung bestand darin, den ganzen Mist auf dem Boden wegzuschaffen. Er schloss Dutzende von Geschäftsbereichen wie das Smartphone-Geschäft, ersetzte das schlechteste Betriebssystem aller Zeiten, Windows 8, und ersetzte den Internet Explorer durch Edge. Aber all dies diente nur dazu, auf der Verbraucherseite etwas einzusparen. Eigentlich wollte er sich gar nicht so sehr mit den Verbrauchern befassen. Die Realität war, dass Google, Facebook, Apple und Amazon sie auf diesem Markt ausgestochen hatten. Und im Gegensatz zu Microsoft mochten die Leute diese Unternehmen, zumindest zu dieser Zeit. Also beschloss Satya, den Verbrauchern eine Pause von Microsoft zu gönnen. Er machte Windows und Office für Endbenutzer im Grunde kostenlos und ging ihnen aus dem Weg. In der Zwischenzeit beschloss Satya, einen aufstrebenden Markt anzugreifen, die Cloud-Infrastruktur. Zu dieser Zeit war AWS wirklich der einzige Akteur auf dem Markt und obwohl sie hervorragend waren, waren sie auch so teuer wie iPhones, also beschloss Satya, seine Bemühungen auf den Budget-Cloud-Markt zu konzentrieren. Heute stellt Azure AWS in puncto Kosten in den Schatten. Tatsächlich ist Azure bis zu 5-mal günstiger als AWS. Satya legte auch den Stolz von Microsoft beiseite und begann Linux-Optionen anzubieten, weil Unternehmenskunden dies wünschten. Für viele Unternehmen war dies einfach ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. Eine Cloud-Plattform von einem renommierten Unternehmen, die Linux ausführte und wesentlich günstiger war als AWS, war eine klare Sache. Aber die Cloud war nur der Anfang. Satya war entschlossen, alle Produkte von Microsoft an die Bedürfnisse von Unternehmen anzupassen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Übernahme von LinkedIn durch Microsoft. LinkedIn ist inzwischen die Top-Anlaufstelle für Personalvermittler und Personalchefs. Satya traf auch die Entscheidung, Skype aufzugeben und eine neue Videokonferenzlösung nur für Unternehmen zu entwickeln. Microsoft Teams. Und heute ist Teams auf dem besten Weg, den Markt zu dominieren. Inzwischen ist Microsoft kein Unternehmen mehr, das sich auf den Privatkundenmarkt konzentriert. Tatsächlich macht der Umsatz mit Privatkunden nur noch den kleinsten Teil des Umsatzes von Microsoft aus. Im letzten Quartal erzielte Microsoft beispielsweise 16,5 Milliarden US-Dollar mit Produktivität und Geschäftsprozessen, 20,3 Milliarden US-Dollar mit der intelligenten Cloud und nur 13,3 Milliarden US-Dollar mit Personal Computing und das schließt Windows, Bing, Surface, Tablets und die Xbox mit ein. Mit anderen Worten, Microsoft könnte sein Privatkundengeschäft einstellen und wäre immer noch ein Unternehmen mit einem Wert von 1 Billion US-Dollar. Das bedeutet jedoch nicht, dass Microsoft den Consumer-Bereich komplett aufgibt oder sich aus diesem zurückzieht. Ganz im Gegenteil. Jetzt, da Microsoft nicht mehr auf Einnahmen von Verbrauchern angewiesen ist, kann das Unternehmen den Verbrauchermarkt stärker denn je angreifen. Allerdings kann Microsoft nicht einfach zu seiner alten Strategie zurückkehren. Wenn sie das tun, wird es nicht lange dauern, bis sie in der gleichen Position landen wie vor 10 Jahren. Der Schlüssel liegt nicht darin, den Erfolg von iPhone, Chrome oder Facebook zu wiederholen. Der Schlüssel liegt darin, auf diesen Hits aufzubauen und sie zu verbessern. Man könnte sogar argumentieren, dass diese Produkte selbst durch dieses Prinzip erfolgreich wurden. Das iPhone hat Handys verbessert, Chrome hat Browser verbessert und Facebook hat soziale Medien verbessert. Das Problem bei Unternehmen, die versuchen, alles selbst zu machen, ist, dass sie die genannten Branchen selten verbessern. Der Zoom hat MP3-Player nicht besser gemacht und das Windows-Handy hat Smartphones nicht besser gemacht. Diese Produkte waren einfach nur Alternativen, von denen die Unternehmen annahmen, dass die Menschen sie kaufen würden, nur weil sie mit einer bestimmten Marke und einem bestimmten Ökosystem verbunden sind. Das ist im Grunde die Definition dessen, was Google und Apple gerade tun, aber wie Microsoft herausgefunden hat, funktioniert diese Strategie nicht für immer und deshalb machen sie nicht noch einmal den gleichen Fehler. Anstatt zu versuchen, einen weiteren Browser zu entwickeln und Entwickler und Benutzer davon zu überzeugen, zu wechseln, hat Microsoft Chrome übernommen und seine Schwachstellen behoben.
Sie haben den Browser effizienter gemacht und den schrecklichen RAM-Verbrauch drastisch gesenkt. Bei 60 geöffneten Tabs verbraucht Chrome 3,7 GB RAM und Firefox 3,9 GB RAM, Edge hingegen nur 2,9. Microsoft ist auch nicht wild darauf, euch dazu zu bringen, Bing zu verwenden. Man kann seine Standardsuchmaschine innerhalb von 7 Sekunden auf Google umstellen. Außerdem kann man den Chrome Web Store nutzen, ohne auf die klassischen Microsoft-Produkte wie die Office Suite und Outlook verzichten zu müssen. Microsoft verfolgt bei Bing den gleichen Ansatz. Anstatt Cortana den Nutzern aufzudrängen, hat sich das Unternehmen für eine Partnerschaft mit einem bereits funktionierenden Produkt entschieden, ChatGPT. Und wie es aussieht, freuen sich die Menschen zum ersten Mal seit langem wieder auf ein Microsoft-Produkt. Das neue Bing konnte innerhalb von nur 48 Stunden 1 Million Menschen auf die Warteliste setzen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich diese kollaborativen Schritte auf den Gewinn auswirken. Ende 2021 konnte Microsoft Apple überholen und zum größten Unternehmen der Welt werden, aber wahrscheinlich habt ihr davon gar nichts mitbekommen, weil Microsoft nichts Besonderes Cooles gemacht hat. Und ich denke, das ist wirklich das Gesicht des neuen Microsoft. Ein Hintergrundriese. Letztendlich versucht Microsoft nicht mehr ständig mit neuen Produkten zu punkten, weil das ein Spiel ohne Gewinner ist. Die Stimmung der Verbraucher ändert sich ständig und es ist unmöglich, immer das begehrteste Unternehmen mit den begehrtesten Produkten zu sein, aber was nachhaltig ist, ist sich mit aufstrebenden Gewinnern zu assoziieren und einfach zu versuchen, einen kleinen Teil dieses Kuchens für sich selbst zu bekommen. Diese Strategie wird nie zu Slam-Dunks führen, weil das Hauptprodukt, ob es sich nun um ChatGPT oder Linux handelt, immer das überstrahlen wird, was man tut, aber gleichzeitig wird man auch nicht wie Yahoo oder AOL enden. Wenn die Zeit von ChatGPT im Rampenlicht vorbei ist, braucht man sich keine Sorgen machen, denn man hat hunderte andere Gewinner, auf die man auch setzt. Es gibt ein Sprichwort an der Börse: Die Zeit im Markt schlägt den Einstiegszeitpunkt. Die meisten Unternehmen versuchen, den Markt zu timen. Meta beispielsweise versucht, mit dem Metaverse den nächsten großen Hype zu erzeugen. Apple ist damit beschäftigt, den AR-, VR- und EV-Märkten hinterherzulaufen und Google glaubt, dass sie sich gegen tausende neuer KI-Optionen behaupten können. Währenddessen investiert Microsoft sozusagen einfach in den S&P 500. Das ist nicht besonders auffällig oder interessant, aber langfristig kann sich nicht einmal Warren Buffett dagegen behaupten. Und deshalb denke ich, dass Microsoft das stärkste Technologieunternehmen der Welt ist. Auffällige Produkte von Meta und Apple mögen die Presse begeistern, aber in Bezug auf langfristiges, nachhaltiges Wachstum ist Microsoft der wahre Gewinner. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.